Mal bis 52 dauert das, Junge. Ja, so gar nicht langsam. Also überhaupt nicht. Nein, Schiffe werden teurer, wie schrecklich. Was ist Inflation. Ja, was mache ich da jetzt? Meine Flotte, kann ich mir jetzt noch leisten, meine Flotte? Hochzurüsten, ich weiß nicht. Hallo, ich habe hier Wasser, also da bei Wout, ne, da ist so ein... Da ist der Genfer See, ne? Und da oben habe ich... den Bodensee. Also ich sag's, wie es ist, in Command & Conquer könntest du da noch ein paar Kriegsschiffe reinbauen, die richtig alles platt machen, du, sag ich dir, aber... Am besten aus Red Alert 1 hier, die von der Alliierten, die Bomber, die euren Kriegsbomber ja, genau, überhaupt nicht übertrieben waren. Sie wurden ein bisschen unpräziser auf einer gewissen Entfernung, aber sonst... Ja, aber sonst haben die alles weggebombt, ja. Es war schon ein bisschen, ja. 10 Kreuzer und du hast den Gegner einfach weggesäbelt. Die hatten schon Druck. Ja, war ein bisschen unbalanced, ja. Was? Alte Command & Conquer Teile sind nicht gebalanced? Ansonsten? Ich weiß ja nicht. Die Norwets hatten eigentlich nie eine Chance, sobald der Gegner Kreuzer hatte. Ja, die Sowjets hatten nur U-Boote. Richtiger Schmutz waren die. Ja. Aber richtig, aber. Teil des Reiches, aber es ist immer noch ein Ritterorden. Oder war das? Oder ich hab nicht aufgepasst. Ich passe doch nicht auf. Wer macht das schon?
Das ist eigentlich so schön, mir alle großen Mächte. Ich kriege das Magische Reich. Peter bekommt Ming. Wobei Ming ist vielleicht nicht das Richtige für Peter. Wenn ich jetzt so nachdenke, ist das vielleicht keine so gute Idee. Delfino bekommt Ming. Der macht das schon. Peter bekommt. Keine Ahnung. Das ist auch kacke. Peter bekommt Schottland. Genau. Ist auch so eine Art Großmacht. Der Scheiß. Wahrscheinlich nicht. Das jetzt eine gute Änderung, da sind noch 20 Jahre. Ja, das machen wir jetzt. Wenn wir das Risiko eingehen, aber die KI ist alleine wieder zu dumm dafür. Weil man die Überlegenheit so dünn ist. Was machen wir denn da? Das mit einer Kriegsandrohung. Beeindruckt die halt null. Thank you.
sonst nichts angreifen. Okay, greif mal die Provinz an. Greif mal die Provinz an. Ätzend. Die Bündnissysteme sind hier schon wieder einfach, deutsch gesagt, scheiße. Ja, ich weiß, was du meinst. Österreich wirft jetzt alle Verbündeten irgendwie immer weg. Ach, was ist jetzt passiert? Also gut, du bist auch mit Großbritannien und Frankreich verbündet, ne? Ja. Das sind die Wahlen. Das gibt minus 100. Wow, Osman gewinnt wirklich gegen Mameluk. Wie unerwartet. Gibt es den Gegenstand eigentlich noch? Ach, da oben. Die gibt's immer, die spawnen ja auch immer neu. Ja, nicht immer. Die Revolution wird auch nicht so recht, habe ich das Gefühl. Ne? Ich wollte eigentlich irgendwann die Legion wechseln, weil katholisch halt schon scheiße ist. Ne? Reformiert aber auch nicht so geil. Keine Ahnung, ob wir das überarbeitet haben und wenn ja, wie gut das jetzt ist. Wir wurden erwählt. Ja, toll. Weiß nicht wofür, aber ich wurde erwählt. Hab's auch nicht gelesen, egal. Gib nur 10 Prestige. Nein, stirb dieser Wichser, das geht's doch nicht. So stirbt er denn jetzt? Der war doch noch jung. Und dann nochmal 3 Inflation. Sag mal, was hat das Spiel für Probleme? 15,2 Inflation, Junge. Ja, die ganzen illegalen Schweizer Konten bei dir. Ich bin doch Italiener fast. Ja, noch schlimmer, korrupt. Mafia. Oh, Auswirkungen, Geschichte, Expansion, minus 10%. Das sehe ich aber schon gerne. Ich will Venedig angreifen. Ich darf nicht. Ich darf schon, aber dann ficken die mich weg.
Jetzt soll ich wieder noch Land haben, was ist dein Problem? Jetzt, was ist dein Problem? Die wollen sich auch ausdehnen. Ach, Herrscher ist grausam, oder? Bösartig oder was auch immer das ist. Jetzt kannst du ja noch mehr vergessen. Ach. Ich will doch noch mal eine Armeereform machen. Ich will halt einen Großkapitän einstellen. Den Unterhalt senkt. Warum zum Fick? Ach, was auch immer. Was auch immer das Spiel sagt mit den Stimmen. Ich kann nirgendwo hin so wirklich. Okay, erstmal hier Dingens, ne? Inflationsreduktion jährlich minus 0,2, ja, bitte. Das andere war eher so Schmutz. Einfluss Bürger wollen wir garantiert nicht. Warten wir halt. Wollt ihr eh nichts Interessantes machen?